Dann wollte ich mir mit euch ein sehr, sehr gutes Video reinziehen. Fallt nicht auf diese Werbung rein. Und zwar wollte ich mir das mit euch reinziehen, weil nicht nur perfide Influencer ein diabolisches Spiel mit euch spielen, sondern diese Werbung mittlerweile auch Einzug in die Deutschrap-Welt erhalten hat. Ach Leute, kennt ihr zufälligerweise dieses Produkt hier? Nein. Mit Sicherheit habt ihr entweder selbst solche Massagepistolen schon zu Hause oder ihr habt schon bei zehntausenden Influencern gesehen, dass sie solche Massagepistolen beworben haben. Und die haben euch wahrscheinlich auch gezeigt, wie unfassbar geil diese Dinger sind. Gleich mal anmachen das Teil. Manche Menschen sind irgendwie anders als andere. Und wieso ich jetzt ein Video dazu mache und euch sage, dass ihr euch nicht deswegen verarschen lassen sollt, das ist ganz einfach. Ich besitze nämlich selbst so eine Pistole seit knapp einem Jahr. Gekauft habe ich mir das Teil für 40 Euro, weil... Ich habe auch eine. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich die habe, Digga. Meine hat, glaube ich, 47 Dollar gekostet. Also auch ungefähr die gleiche Schiene. Und die hat aber auch 7 Aufsätze oder 5 oder sowas. Ja, also einige. Aber du benutzt da sowieso nur 2 oder 3. Ja, da sind einige Aufsätze drauf, wo du dir echt so denkst, so, hä, sollst du denn damit anfangen, ja? Weil ich selber Fußball spiele und nach dem Fußballtraining oder nach einem Fußballspiel ist es einfach angenehm, damit man sich vielleicht auch ein bisschen besser regenerieren kann und sich auflockern kann. Und jetzt kommen wir aber mal zum Grund, wieso ihr aufpassen solltet, wenn ihr euch im Internet solche Dinger da kauft. Denn momentan bewerben einfach mega viele... Alter, stimmt, mit Knossi, Alter, das haben wir da auch gesehen, als wir uns das Cake News Ding reingezogen haben vom KuchenTV. Der hat doch... mit der Massagepistole sich so am Kehlkopf, hier so unten am Hals so lang, als ob das ein Rasierer ist, ja? So hier an der Vorderfront vom Hals. Ist der denn komplett, wurde der als Kind so heiß gebadet oder was ist mit dem los, Alter? Großen YouTuber genau solche Produkte zu einem utopischen Preis, wie ihr hier zum Beispiel auch sehen könnt. Los, mache ich euch nochmal Rabatt für die Massagepistole, klar. Viele. Was ist das hier? Ist ja ein Fußballer oder was? Von euch haben sich das schon geholt. Rabattcode ABO50. Geholt und sind sehr zufrieden. Ich habe euch gesagt, das ist gut. Mir hat es gestern wieder geholfen bei meiner Muskelverhärtung. Ich denke, dass ich gleich safe spielen kann. Ah, okay. Fußballer. Und wenn mein Vater hier ist, sagt er auch immer hier, Verspannung, da muss ich immer halten. Das ist Nada von den Jindawis. Ist das ein Verein, Jindawis, oder was ist das? Digga, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Im letzten Samstag habe ich euch schon dieses geile Gerät im Livestream. Hier, Digga, Alter, ja. Och. Oh, es ist einfach so unangenehm, Digga, ja. Der ist Multimillionär. Und macht dann hier noch so eine Scheiße, Digga. Ich habe nichts dagegen, wenn Influencer, Rapper auch, ja, Placements machen und sich damit noch einen extra Obolus verdienen. Aber ein bisschen drauf achten, dass die eigene Fanbase, die einen wirklich supportet, mit hart verdientem Geld, mit Abos, mit Likes, mit Zeit. Ich sag's immer wieder, ich fühle mich so geschmeichelt, dass ihr mit mir eure Zeit verbringt, weil ich weiß, das Angebot da draußen ist so riesig, Alter. Und dann würde ich mich einfach so scheiße fühlen, wenn ich so eine Kacke hier, also was heißt so eine Kacke? Ja, der Clou ist ja nicht, dass das Produkt scheiße ist, sondern dass es einfach nur überteuert ist, ja. Ich würde mich einfach scheiße fühlen, wenn ich euch das verkaufe, als ob es das größte Angebot der Welt ist, Digga. Ja. Ist doch scheiße, Digga. Das ist doch echt scheiße, Mann. Livestream vorgeführt, ihr seid alle durchgedreht und ich habe das Glück, euch nochmal ein sensationelles Angebot. Ihr habt ja gesehen, ja? Ja, wie er so gerade so an seinem Hals lang gefahren ist. Ja, sensationales Angebot macht er uns jetzt hier. Zu übermitteln. 40%! Das ist die beste Massagegun, Digga, ja? Brudi, die haben alle eine Funktion und zwar, dass du halt so eine Gun hast und dann hast du da vorne irgendwas dran, das stößt nach vorne und nach hinten, nach vorne und nach hinten. Je nachdem, wie du es hinten einstellst, wird es intensiver oder weniger intensiv. Und dann kannst du vorne so eine Kugel ranmachen, dann kannst du so eine Greifzange ranmachen, dann kannst du so eine Spitze dran machen und noch ein paar andere Sachen. Warum ist das Ding jetzt die beste Massagegun, ja? Gibt es nochmal und ihr alle solltet in diesen Genuss kommen, egal ob nach dem Sport, nach dem Stream, 30 verschiedene Stufen. Gönnt euch dieses Gerät, egal ob vom Partner verwöhnen oder selbst. Es ist ein absoluter Dream. Nein, Knossi, es ist gar... Alter Bruder, ja. Es ist unangenehm, sich sowas anzusehen, Digga. Ja. Es ist halt einfach so offensichtlich und so klar und so transparent, dass die ihren Arsch verkaufen, Digga. Ja. Deswegen war da auch das Bushido-Placement in seiner Insta-Story so cringe, Digga.
Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido und ihr habt gerade gesehen, ich habe mir gerade mit Alec Jack mal ein wenig Entspannung gegönnt. Meine Frau, ich würde jetzt sagen die Nervensäge, aber sie steht gerade hinter der Kamera, also meine allerliebste Frau, hat mir echt ein cooles Geschenk gemacht. Und zwar weiß ja eigentlich fast jeder, dass ich extreme Nacken- und Schulterprobleme habe. Meine Frau behauptet, es würde vom jahrelang Warcraft zocken kommen. Ja, ist auch so. Da ich aber schon lange gar nicht mehr spiele, wird es wahrscheinlich jetzt auch an den ganzen Autogrammen liegen, die wir hier im Keller bearbeiten. Und ich gehe einmal die Woche zum Physio. An dieser Stelle liebe Grüße an Christian. Und ich habe auch so ein richtiges, sehr, sehr nices so Nackenschläferkissen irgendwie so, ne, habe ich mir besorgt. Das Problem ist aber halt, wenn ich jetzt gerade keinen Termin bei Christian habe und ich da jetzt auch nicht hinkomme so schnell, hat sich meine liebe, allerliebste Frau gedacht, sie schenkt mir den Alec Jack und das ist halt so ein Handmassagegerät, da könnt ihr euch praktisch selbst ein bisschen Verspannung oder Entspannung für die Verspannung gönnen, Nacken, Schultern etc., alle möglichen muskulären Probleme kriegt ihr damit auf jeden Fall sehr, sehr gut gelindert, muss man schon sagen. Am Anfang, beim allerersten Mal habe ich so eine miese Gänsehaut bekommen. Kennst du das, wenn man diese Dinge auf den Kopf macht so und dann fängt man zusammen? So war das auch mit dem Teil hier. Deswegen, Leute, kann ich euch das echt wärmstens ans Herz legen. Ihr bekommt jetzt mit dem Link und dem vor allem dem Code Bushido bekommt ihr 40% Rabatt auf dieses wirklich außerordentliche Gerät. Wenn du Millionen auf dem Konto hast und dann aber trotzdem noch so eine Scheiße bewirbst an die Leute, die dafür gesorgt haben, dass du Millionen auf dem Konto hast, finde ich das wack. Kein absoluter Trieb, vor allem nicht für den Preis. Also bei diesem Nana Chindawi kostet diese Massagepistole runtergesetzt über 77 Euro und der Originalpreis war 149 Euro. Die kaufen die natürlich massenweise ein hier vom Krabbeltisch, ja, also irgendwo in dritte Weltländern günstig produziert. Man könnte das jetzt für 30 bis 40 Euro verkaufen oder man packt den Preis auf 150 Euro hoch und gibt ganz, ganz viel Geld für Influencer und Rapper aus und gibt denen dann immer Codes, Bushido 40, Knossi 40, um dann bei einem Endpreis von 70 bis 80 Euro zu liegen, wo man aber immer noch 30 bis 40 Euro mehr Marge macht pro verkauften Artikel als gleichwertige, vielleicht sogar bessere, man weiß es nicht, ja, was da für Material benutzt wird, Produkte halt, ja, und das ist die perfide Masche daran. Deswegen feiere ich das null, ja, das ist ein Abzocke-Placement des Todes, Alter, und das ist auch nicht schwer zu durchschauen, Digga. Ich kriege ja regelmäßig Placements auch in meine Inbox. Wenn ich jetzt in meine Inbox ein Massagepistole-Placement bekommen würde, was mir diese Preise listet, was mir diesen Code anbietet, kostet es mich 2 Sekunden, um auf Amazon.com zu gehen, Massage Gun einzugeben und gleichwertige Produkte im Preisvergleich mir gegenüberzustellen. Und wenn ich sehe, dass das hinten und vorne nicht stimmt, dann kommt die E-Mail in den fucking Papierkorb. Und dann mache ich da keine Story für euch, um euch diese überteuerte Scheiße anzudrehen. Es gehört sich einfach nicht. Und ich finde, dadurch hat man immer so einen faden Beigeschmack, wenn man Placements macht, weil man genau weiß, dass es da draußen so viele, man kann es ja nicht anders sagen, Abzocker gibt, die ihre Fans halt abzocken, dass wenn man selber dann mal ein Placement macht, dass man sich dabei so ein bisschen so, man will sich fast so entschuldigen, ja, so wegen, ey, hab da jetzt auch mal hier, ist keine Massagepistole, aber ist eigentlich echt ein gutes Produkt, aber ich weiß, so Placements sind nicht so gerne gesehen, das ist so verrucht, ja, so als ob man irgendwie Heroin irgendwie sich spritzt oder sowas, ja, als ob man irgendwas Schlimmes macht, Alter. Und bei Knossi kostet dieses Gerät einfach genau. Und übrigens, ja. Diesen Nana Chindawi kostet diese Massagepistole runtergesetzt über 77 Euro und der Original. Das ist auch die Seite, auf die man gekommen ist mit dem Bushido Swipe-Up aus seiner Story. Preis war 149. Haben wir im Stream auch gesehen, wisst ihr noch, ja? Dass es erstmal 20 Euro Rabatt sowieso gab und dann nochmal 40% mit dem Code Bushido 40. 40 Euro. Und bei Knossi kostet dieses Gerät einfach genauso viel, knapp 150 Euro. Leute, 150 Euro für eine. Das ist eine bodenlose Frechheit, Alter, ja? Nicht jeder hat das gesunde Misstrauen, was man haben muss, um
Insta-Story-Placements von Influencern zu durchleuchten. Es gibt wahrscheinlich wirklich Hardcore-Fans, Alter, die kaufen alles, was ihr Lieblingsinfluencer oder Lieblingsrapper da anbietet, ja. Und das ist scheiße. Das ist Ausnutzen einer Position, Digga. Fucking Massagepistole. Also ganz ehrlich, als ich das gehört habe, da sind mir fast meine Augen rausgefallen. Diese Dinger, die haben nämlich nahe... Hat Knossi sich dazu geäußert? Keine Ahnung. Also Bushido weiß ich, dass er sich nicht dazu geäußert hat. Ich glaube aber, bei Bushido war es so, seine Frau hat dieses Placement erst angenommen, hat, glaube ich, ihr auf ihrem Instagram Placement gemacht und dann hat er es auch gemacht. So gar keine Funktion, außer dass das nach oben und nach unten vibriert. Und mehr macht das Ding nicht. Und damit ihr auch seht, wie unfassbar gleich ein Massagegerät für 40 Euro ist, im Gegensatz zu einem Massagegerät für 149 Euro, dem... Knossi liebt die Dinger halt wirklich, bestimmt. Man kann ja überzeugt von dem Produkt sein, aber von dem Preis-Leistungs-Verhältnis müsste man eigentlich innerhalb von 2 Sekunden sehen, dass hier was nicht stimmt. Dass hier ein überteuertes Produkt angeboten wird für nach Rabatt 70 bis 80 Euro und die 30 bis 40 Euro additional margin pro verkaufter Unit wird einfach dadurch beglichen, dass man halt über teuer eingekaufte Influencer geht, um die Reichweite zu stärken. Das ist das Ding. Zeige ich jetzt einfach mal den Unterschied. Denn Knossi hat ja damit geflext, wie unfassbar exklusiv und auch geil dieses ganze Zeug ist. Die Massagegun kommt natürlich nicht einfach so in einem Karton, sondern in diesem wunderschönen Case liegt sie drin. Junge, alle kommen in einem Case, Alter. Ja, worin sollen die sonst kommen? In Nuras Mülltütenbox oder was? Ihr seht sie hier nochmal. Rechts der Akkuladestand, links die Stärke. Könnt ihr nach Belieben verstellen. Ja, also mein... Oh, die Stärke kann man nach Belieben verstellen? What? Heftig, Alter! Die Massagepistole kam auch in einem wunderbaren Case. Gut, da steht jetzt natürlich nichts weiter drauf, aber es ist halt einfach ein Standard-Case. Und wenn man das aufmacht, sieht es einfach genauso aus. Die Pistole zeigt bei mir übrigens auch... Geil, wie das Alpha Kevin macht, ja. Finde ich halt auch cool, dass er eine zu Hause hat, um das euch auch zu zeigen. So muss ich jetzt nicht aufstehen und meine rausholen, ja. Schön meine Faulheit hier gefördert. Danke, Alpha Kevin. Den Akkustand auf der rechten Seite an und links auch die Vibrationsstärken, die man ebenfalls nach Belieben verstellen kann. Sogar nach Belieben, Alter! Die hat doch niemals 40 Euro gekostet, die hat auch 150 gekostet. Ja, der lügt doch hier. Wie das bei Lügenlord jeder Massagepistole ist. Seht ihr, der Akku ist bei 40% und hier kann ich jetzt die Stufen einstellen. Das geht bis 30. Also auch bis 30. Das ist ja zu Knossis Massagegerät. Und diese wunderbaren Aufsätze hier sind mit dabei. Wunderbar, diese Aufsätze, ja. Steht in dieser Anleitung genau drin, für welche Muskelpartie, dass die richtige ist, benutzen in den meisten Fällen die. Meine Schwester ist komplett irre, die benutzt alles genau, wie es sein muss. Macht ihr es, wie ihr es wollt. Also hier, wie gesagt, hier ist dieser Ball, ja, den brauchst du eigentlich nur, ja. Den kannst du überall anwenden, an allen Körperteilen. Und das ist hier so, so eine Art Greifzange, ja, die ist auch cool, ja. Die kannst du so runterziehen und hochziehen am Körper, am Rücken und so weiter. Dann hast du hier so eine Spitze noch, ja, aber... Ansonsten, also ich habe einige von denen auch noch nie verwendet, Digga. Für den Valentinstag, auf jeden Fall, wenn noch ein Geschenk braucht, das Richtige. 40% Rabatt mit Knossi Ultra. Viel Spaß. Lol, Knossi, bei mir sind zufälligerweise auch genau die gleichen Aufsätze mit dabei. Das ist eine bodenlose Frechheit, ja. Und hier wird sogar auch beschrieben, für welche Muskelpartie welcher Aufsatz geeignet ist. Nee. Also das ist ja komisch, ne? Dass es bei ihm so ist und bei mir auch. Nur, dass mein Gerät 40 Euro gekostet hat und sein Gerät original einfach 149 Euro kostet. Krass, Alter, ja. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist die aus Gold, ja? Die Massagepistole von Knossi. Also Leute, gönnt euch wirklich das Teil. Es ist bald Valentinstag. Spaß, aber es ist halt original so, dass diese Geräte nahezu gleiche Funktionen haben, gleich aussehen. Ich feiere das immer, ja, bei meinen ostdeutschen Genossen. Dass man G und K immer vertauscht, ja. Gerade bei den Leuten aus Sachsen. Sachsen-Anhalt ist, wo ich herkomme, ist noch ein bisschen dünner, würde ich mal sagen, so der Ossi-Dialekt, ja. Aber hier, genau der gleiche, ja. Genau die gleichen Aufsätze. Gnossi. Gleiche Aufsätze wie bei Gnossi. Nur der Preis ist einfach unterschiedlich. Ich meine, bei beiden Produkten kannst du 30 Stufen einstellen. Du hast mehrere Aufsätze, womit du mehrere Muskelpartien bedienen kannst. Die Akkuladezeit wird auf der rechten Seite angezeigt. Die Vibrationsstufen werden auf der linken Seite angezeigt. Das ist alles das Gleiche, Digga. Generell sieht das Teil halt genauso aus. Und außerdem hat man natürlich auch noch ein schönes Case mit einem... Ich habe ja neulich auch eine Story gemacht auf Instagram, wo ich hier im Laden war. Und da gab es eine für 15 Dollar. Das sind ungefähr 13 Euro. Die hatte aber anstatt 7 Aufsätze nur 3 Aufsätze. 150 Euro über Bushidos Link, ja.
mit natürlich dann 40% Rabatt noch, dass man das Gefühl hat, man hat aber hier wirklich einen richtig krassen Schnapper gemacht, Digga. Das erinnert mich an meine Zeit aus der Modeszene, ja. Ich war ja auch mal in der Modeindustrie war ich auch mal tätig. Und da ist es auch gang und gäbe. Du schreibst bei Klamotten irgendeinen Preis ran, das hat es niemals gekostet. Das hat es niemals gekostet. Und dann irgendwie 40% Rabatt oder sowas, ja. Crazy. Ladekabel dazu. Und jetzt wollen euch diese Influencer mit einem Also ich will jetzt auch, Brudi, ich will jetzt echt nicht oberflächlich sein, aber der sieht jetzt auch nicht aus wie ein Raketenwissenschaftler hier, der Bruder, ja. Rabatt dazu bringen, dass ihr euch das Teil für 77 Euro kauft. Und das, obwohl diese Geräte maximal zwischen 30 und 40 Euro kosten. Und für 77 Euro kriegst du halt eigentlich zwei solche Geräte. Unter anderem hat natürlich auch unser bester Freund Younes Amiri ebenfalls so etwas mega krasses beworben. Und Younes Amiri, den habe ich doch jetzt neulich auch schon mal gehört. War der nicht bei abgestürzten YouTuber bei KuhnTV dabei? Das ist der sich in der Bahn einen gekeult hat, ne? Oder war das Z-Max? Nee, Z-Max war der andere. Z-Max war der nach Spanien ausgewandert ist. Dann hat er sich mit seiner Freundin verkracht, ist ausgezogen. Und in Spanien, da kam dann der Spanier vorbei bei der Freundin. Hat er in der Wohnung mit ihr ein paar gute Stunden verbracht. Und, sie hat dann aber gesagt, ne, der hat mir nur geholfen, weil ich so traurig war. Und Z-Max hat dann gesagt, okay. Digga, das war eigentlich genial, ja. Er meinte dazu genau das hier. Für mich ist das die beste Massage, die es überhaupt gibt. Mehrere Rapper, Influencer, jeder... Krasser Bart hier, der Bruder, ja. Für mich ist das die beste Massage, die es überhaupt gibt. Mehrere Rapper, Influencer, jeder Art benutzt das. Sportler natürlich auch. Ich zeige euch einmal, wie krass das aussieht. Boah. Er macht es wenigstens aber auch nicht am Kehlkopf, ja. Wie Knossi, Alter. Wie dicker, ja. Wie peinlich kann man sein. Wisst ihr, was das Krasse ist, Freunde? Es löst einfach Verspannungen, weniger Stress. Und für mich ist es einfach perfekt, Freunde. Was hat er denn für Stress hier? Gebt euch einfach. Junge, ist das schlecht, ey, ohne Witz. Wie kann man so unauthentisch eine Werbung machen? Ich meine, hört euch das doch mal an. Meine lieben Freunde, ihr wisst ja jetzt schon, dass ich länger für meine Lieblingsmarke Jack werbe. Ich will sterben. Habt ihr gemerkt, es war jetzt zensiert, aber es war Alec Jack, ja? Bro, was für Lieblingsmarke? Also ich könnte... Ja, Lieblingsmarke, ja. Alec Jack, ich kaufe mir alles von Alec Jack. Ist meine absolute Lieblingsmarke. Was haben die? Die haben doch wahrscheinlich nichts anderes. Die Massagepistole und das war's. Lieblingsmarke. Ich kann verstehen, wenn er sagt, Nike ist meine Lieblingsmarke, weil das hast du an Füßen oder das hast du generell als Jogginganzug oder was weiß ich. Aber doch nicht bei einer Massagepistole. Ich meine, so eine Massagepistole, die holst du dir im Prinzip einmal im Leben, benutzt sie dann die ganze Zeit und das war's dann. Außer die. Stimmt eigentlich, ja. Mein monatlicher Neukauf von einer Massagepistole habe ich natürlich wie immer bei meiner Lieblingsmarke getätigt, ja. Alter, was labert der, ja? Geht natürlich kaputt und dann holst du es dir halt nochmal. Aber mehr auch nicht. Das ist jetzt nicht, wo du sagst, ey, ich habe mir jetzt ein T-Shirt von Nike geholt, ich hole mir jetzt wieder ein T-Shirt von Nike und bewirb das halt. Und dazu ist seine angebliche Lieblingsmarke mit diesem Produkt einfach auch 150 Euro. Wie gesagt, nochmal, das ist genau die gleiche Seite von Bushidos 40% Promocode-Gedöns. Robert, das kannst du keinem erzählen. Alec-Jack-Tattoo am Hals. Ein echter Alec-Jack-Supporter hier. Alec-Jack-Army in den Chat, Alter. Also ihr müsst euch das so vorstellen, diese Firmen, die stellen diese Teile mega günstig her. Also jedes Gerät ist im Prinzip gleich viel wert. Bei den Firmen geht es natürlich auch nur darum, irgendwie die Preise hochzupushen, indem die sich irgendwelche Influencer einkaufen, damit deren Zuschauer wirklich so dumm sind, um sich diese überteuerte Scheiße zu kaufen. Genau das ist es. Es ist Bauernfang einfach, ja. Und ich sag mal so, Alec Jack, was die machen, ist natürlich schon sehr, sehr perfide, aber was die Influencer und Rapper machen, ist natürlich noch mal 10 Zacken schärfer, Alter. Also, aus persönlichen Erfahrungen kann ich euch nur sagen, wenn ihr euch eine Massagepistole holen möchtet, dann vergleicht erstmal die Preise und achtet nicht immer nur darauf, was irgendein Influencer da bewirbt, sondern guckt einfach, was sind die Funktionen, was habe ich eigentlich davon. Es gibt schon gute Pistolen zwischen 40 und 50 Euro, das ist wirklich komplett legitim und da sage ich auch, preistechnisch würde das schon funktionieren. Und auch im Kaufland werden zum Beispiel solche Massagepistolen für 30 Euro verkauft und der einzige... Richtiger Ossi, Alter, im Kaufland, Digga. Da kannst du dir den Ja-Käse kaufen und noch eine schöne Massagepistole, ja. Nachteil, den du halt im Kaufland bei diesen Massagepistolen hast, ist, dass du halt im Prinzip nur 4 Aufsätze bekommst. Also die haben halt 3 Aufsätze weniger im Vergleich zu dem, was... Aber das sind halt auch die 3, die wirklich keinen Schwanz nutzt, ja. ...wir hier bekommen. Letztendlich nutzt man aber meistens eh nur... Ach nee, Ja-Käse ist Rewe. Kaufland ist gut und günstig, ne? Gut und günstig, Digga. Yeah, gut und günstig, auch super. Servelatwurst, gut und günstig, 85 Cent die Packung, bester Digga. 2 bis 3 Stück. Deswegen seid ihr mal... Nee.
Doch, ne? Ach, K-Klassik, Digga. Oh, Bruder, ihr merkt es, ja. Ihr merkt es, die Studentenzeiten von mir in Deutschland sind vorbei, wo ich immer die hauseigenen Produkte kaufen musste, ja. In Deutschland, Digga. K-Klassik ist Kaufland. Gut und günstig ist Edeka. Hm. Stimmt, ja. Immer vorsichtig. Aber Kaufland habe ich immer gerne eingekauft. Ich fand, Kaufland war vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer die erschwindigste Nummer, Digga. Da habe ich dann immer schön halbes Kilo Gehacktes gekauft für 1,99. Ekelhaft, ja. Das hast du dann erstmal in die Pfanne geschmissen, wo du ein bisschen Öl schon drin aufgewärmt hast, und dann war das erstmal alles Wasser. Ja? Das ist komplett aufgeblasen mit Wasser, dieses halbe Kilo, Digga. Und als das fertig gekocht war, war das so ein Häufchen Elend, Digga. Boah. Das waren harte Zeiten, Digga. Was euch eure Lieblings-YouTuber oder Lieblings-Influencer dort andrehen wollen, auch bei mir. Es kann ja auch sein, dass ich irgendeine Scheiße bewerbe, was ihr eigentlich gar nicht braucht, und dann kauft ihr es blind hinterher. Denn man weiß ja nie, ob man es früher oder später bereuen wird. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like auf dieses Video da und abonniert meinen Kanal. Dankeschön. Gutes Video hier schon wieder, ja? Vom guten Alpha Kevin. Sehr schön. Wie gesagt, ich wollte euch das nochmal zeigen, dass Bushido natürlich nicht der Einzige ist, der mit dieser sehr dubiosen Instagram-Werbung hier ein bisschen für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Das ist, glaube so das neue Smile Secret, ja. Ja, müssen wir gucken, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes?